noch mit Dr. Alfred Biesinger sprechen, seines Zeichens Experte am Institut für Zukunft und Entwicklung zum allbeherrschenden Thema der Wirtschaftskrise. Und wir werden Wege aus dieser Krise suchen, die ja auch übermäßige Belastung für Mitarbeiter und deren Chefs mit sich bringen. Wie kann man am besten mit dieser Situation umgehen? Wie können Sie am besten aus dieser Situation herauskommen? Dies und mehr heute im Gespräch um 9:30 Uhr. Ja, hallo? Ja, ich hab sie gestern Abend angerufen. Ja, mir fehlen die ganzen Umsätze vom letzten Monat. Ja, sicher habe ich Ihnen das gestern gesagt. Und außerdem muss ich Sie wohl nicht jeden Monat daran erinnern. Ja, dann schicken Sie sie mir bei Fax. Ja, warum sind Sie nicht im Büro? Frau Kritziger! Wenn Sie nicht fähig sind, mir die Verkaufszahlen zu übermitteln, ja, dann müssen wir uns von Ihnen trennen. Das meine ich so, wie ich sag. Ja, ich muss jetzt noch in 2 Filialen und um 11 bin ich in der Zentrale. Ja, ich hoffe, Sie auch. Ja. Sind Sie Krankenpflegerin oder Sekretärin? Suchen Sie sich einen Pfleger. Ja, wiederhören. Hier ist die Änderung der Preisliste für die neuen Modelle. Berichtigen Sie das im Programm. Und räumen Sie das da ins Lager. Morgen kommen die ersten Wintersportartikel. Also auch die Schaufenster auf Winter dekorieren. Ich bin jetzt für ein paar Tage nicht erreichbar. Thank you.
Haben Sie Schmerzen?
Mama, das bist ja du. À la prochaine.